Sicher habt ihr auch schon mal das Wort Abschreibung gehört. In dieser Videoreihe möchte ich euch alles zum Thema Abschreiben erklären, was ihr in der Schule wissen müsst. Nein, das ist natürlich nicht gemeint. Es geht um das Thema Abschreibung auf Sachanlagen. Das allein hört sich schon kompliziert an. Doch wenn ihr genau aufpasst, werdet ihr sehen, dass man dieses Thema auch im privaten Bereich gut nutzen kann. Ja, es gibt eine Möglichkeit, die Rolex von der Steuer abzusetzen, ja? Nein. Kann man nicht. Naja, das könnt ihr ja selber entscheiden, wenn ihr euch die Videoreihe ganz angeschaut habt. Denn spätestens, wenn ihr mal selber Lohnsteuer zahlt, werdet ihr erkennen, wofür ihr das Thema Abschreibung gebrauchen könnt. Und wenn ihr alles verstanden habt, dann werdet auch ihr sagen... Also bei mir läuft es bombastisch. Ja, dann viel Spaß beim Zuschauen. So, und es ist soweit. Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt kommt der Bench. Willkommen bei WeLearn Easy, dem YouTube-Kanal für alle, die Themen aus der Wirtschaft endlich einfach und logisch verstehen wollen. Mein Name ist Jörg Bench und in dieser Videoreihe dreht sich alles um das Thema Abschreibung auf Sachanlagen. In diesem ersten Teil geht es darum, warum Sachanlagen überhaupt abgeschrieben werden müssen. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Jedes Unternehmen benötigt Anlagevermögen, um seine Leistung zu erbringen. Hierzu gehören vor allem Gegenstände wie Maschinen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Grundsätzlich handelt es sich bei den betrieblich genutzten Gegenständen um Anlagevermögen, wenn diese Gegenstände länger als ein Jahr im Unternehmen genutzt werden. Die Anschaffung, also vor allem der Kauf von Anlagevermögenswerten, stellt betriebswirtschaftlich keine Kosten dar. Es liegt vielmehr eine Investition vor. Das habe ich euch bereits in anderen Videos erklärt. Achtet darauf, dass dabei die Art der Finanzierung im Grunde keine Rolle spielt. Kauft also beispielsweise ein Unternehmen eine Maschine, so entspricht die Höhe des Wertzugangs dem Anschaffungswert des Gegenstandes. Problematisch ist, dass einmal angeschafftes Anlagevermögen im Laufe der Zeit an Wert verliert. Dieser Wertverlust kann verschiedene, zum Teil gleichzeitig wirksame Ursachen haben. Zum Beispiel technischer Verschleiß. Durch die Nutzung verliert der Gegenstand an Wert. Wirtschaftliche Wertminderung. Verlust durch technischen Fortschritt und Preisminderung. Natürlicher Verschleiß, Wertminderung durch äußere Einflüsse. Unternehmen haben daher ein Interesse daran, einmal angeschaffte Vermögenswerte im Laufe der Zeit mit realistischen Werten auszuweisen. Es geht also darum, diesen Wertverlust realistisch zu erfassen und die entsprechenden Wertgegenstände mit ihrem tatsächlichen Wert auszuweisen. Täten sie dies nicht, würden sie sich im Grunde bezüglich des Wertes ihres eingesetzten Anlagevermögens selbst belügen. Denn schließlich liegt dieser Wertverlust nun einmal vor. Das Anlagevermögen verliert an Wert und dies muss auch berücksichtigt werden. Man rechnet also Anschaffungswert minus Wertverlust, zum Beispiel innerhalb eines Jahres, gleich Restwert, zum Beispiel am Ende des Jahres. In der Praxis ergibt sich nun das Problem, dass der tatsächlich vorliegende Wertverlust im Grunde nicht genau gemessen werden kann. Welchen Wert ein Vermögensgegenstand zu einem bestimmten Zeitpunkt hat, kann nur subjektiv geschätzt werden. Zum Beispiel durch ein Wertgutachten. Der tatsächliche Wertverlust tritt erst dann offen zutage, wenn man den Vermögensgegenstand wieder veräußert. Schauen wir uns diesmal an einem praktischen Beispiel an. Jeder von euch hat sicher ein Handy. Der Wert dieses Handys bemisst sich nach dem Kaufpreis, den ihr am Anfang dafür gezahlt habt. Nun weiß jeder, dass im Laufe der Zeit dieser Wert abnimmt. Überlegt einmal, wie viel euer Handy nun im Moment tatsächlich wert ist. Dies hängt wohl von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie häufig ihr euer Handy nutzt, ob ihr zum Beispiel eine Schutzhülle verwendet und ob ihr sonst pfleglich damit umgeht. Wenn ihr das Handy dann tatsächlich irgendwann einmal verkaufen möchtet, werdet ihr sehen, was ihr dafür bekommt. Dies ist dann der realistische Restwert. Wenn ihr es zum Beispiel auf einer Versteigerungsplattform im Internet anbietet, werdet ihr sehen, wie hoch der realistische Wert tatsächlich ist. Unternehmen stehen also in der Praxis vor einem Problem. Sie wissen bei der Anschaffung weder, wie lange sie genau einen Vermögenswert nutzen werden, noch wie hoch der Wertverlust innerhalb eines bestimmten Zeitraums tatsächlich ist. Um trotzdem den Wertverlust zu erfassen, zum Beispiel in Ihrer Buchhaltung, nutzt man daher folgende vereinfachende Annahmen. Zunächst benötigt man zur Erfassung des Wertverlusts natürlich den Anschaffungswert. Das ist der Wert, den man für den Vermögenswert selber ausgegeben hat. Und dieser verringert sich ja dann im Laufe der Nutzungsdauer. Als nächstes muss man genau diese Nutzungsdauer bestimmen. In der Regel kann man dies nur durch Schätzen ermitteln. Auf dieser Grundlage kann man nun einen Plan für den Wertverlust aufstellen. Dies nennt man dann die planmäßige Abschreibung. Nun habt ihr schon eine kleine Vorstellung, wie man die Abschreibung, also die Erfassung des Wertverlusts an Vermögenswerten durchführt. Materielle Vermögensgegenstände verlieren an Wert. Diesen Wertverlust bezeichnet man auch als Abschreibung. Gegenstände, die sich schnell verbrauchen, gehören nicht dazu. Hier wird der Wertverlust direkt als Aufwand bzw. als Leistungseinsatz im Unternehmen erfasst.
Bei Gegenständen des Anlagevermögens, die länger als ein Jahr genutzt werden können, führt man eine planmäßige Abschreibung durch. Hierzu muss man eine Nutzungsdauer festlegen. In den folgenden Videos werdet ihr sehen, dass man diese entweder schätzen kann oder dass man sich hier an steuerrechtliche Vorgaben halten muss. Des Weiteren sollte man sich überlegen, ob der Wertverlust über die Nutzungsdauer gleichmäßig erfolgt oder unterschiedlich hoch ist. Bei vielen Vermögensgegenständen ist der Wertverlust zum Beispiel am Anfang der Nutzungsdauer höher als am Ende. Und zu guter Letzt muss man sich noch überlegen, ob der Wertgegenstand am Ende der Nutzungsdauer noch einen sogenannten Restwert aufweist. Ja, dann habt ihr jetzt schon die betriebswirtschaftlichen Grundlagen der Abschreibung gelernt. Im nächsten Video werde ich euch dann erklären, welche unterschiedlichen Möglichkeiten der Abschreibung es gibt. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Bis dann, tschüss! Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, dann hinterlasst mir einfach einen Kommentar in der Kommentarzeile. Über ein Like freue ich mich. Abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer informiert, wenn ich neue Videos erstelle. Auf diese Weise werdet ihr Spaß haben, wirtschaftliche Inhalte zu lernen und ihr werdet sie richtig verstehen. Ich freue mich auf euer Feedback.